Und da ist wieder eine Ader. Ja, das sind zwei. Echt? Ah ja. Ist ja heute ein recht. Ja. Reichhaltiger Tag. Und da haben wir nochmal Zinn. Perfekt. Jo, hier rauscht ganz schön heftig, du. Die Stadelfälle sind da. Ich hüpfe den Wasserfall runter. Nein! Scheiße. Schwimm. Ich bin da versehentlich runtergefallen. Ich bin genau. Ich seh nix. Ah, jetzt seh ich wieder was. Ich bin genau auf den Stein geflogen. Ja, ich auch. Oh, schau mal, wie schnell wir schwimmen, ey. Das ändert auch nicht wirklich viel. Ich glaube, da müssen wir schon rein, oder? Nee. Schade. Also, wir müssen... Der ist doch da oben! Der war da oben! Was, der war da? War da auf dem Berg? Ja! Oh nein! Super! Das war wieder typisch. Oh, ich spring mal runter. Ich denke halt, ja, da wird halt die Dings sein, die was, Aufgabe. Hast du das Arzt jetzt eigentlich mitgenommen, das zweite? Ja, ja klar, ich habe da bloß nur das unnötige Zeug liegen lassen. Hä, wo soll der sein? Ja, ich weiß es ja nicht, aber den zeigt es ja oben an, schau. Wenn du den Ring. Und da zeigt es doch mal eine Ader an. Da drüben ist der Schatten. Ach, da drüben. Oh, welch ein Wunder. Ach, daneben. Kann jedem mal passieren. Gefunden. Yay! Sind gut. Setz doch mal deine Dingsattacke ein. Sprintattacke. Aber nicht jetzt. Ah, hätte damit nicht oben noch machen können. Bist jetzt runtergefallen. Was? Bist jetzt runtergefallen. Nein, aber jetzt habe ich sie nicht bekommen, weil du zu weit weg warst. Tja. Super. Das war wieder so nötig. So kann's gehen. Da vorne muss irgendwo sein. Das sind auch noch ein paar Aufgaben, aber ich denke, die machen wir das nächste Mal. So. Jetzt sind wir schon richtig, oder? Wir müssen jetzt genau in dem Gebiet. Da vorne sind ja schon die ersten. Hier. Ah, ja, perfekt. Und davon brauchen wir ja nur 4, sind ja genug da. Zack. Oh, war ja klar. Natürlich. Okay, ich hab alle. Bei mir willst du gerade irgendwie nicht einsammeln. Jetzt hat. Gut, mir fehlen noch zwei. So, und die letzte. Ich sehe gerade, wir sind bald Level 11. Stimmt. Okay, dann haben wir ja jetzt die Aufgaben gelöst. Und ja,
werden wir mal schauen, ob wir noch was Neues auftreiben, oder? Auf jeden Fall. Was machst du? Ich mach gar nichts. Ach so, das wäre der Lagbug. Ach so, du laufst rückwärts. Ja, bin ich gerade, ja. Schauen wir mal, jetzt sind wir wieder im Holzfällerlager hier. Und da wollten wir ja noch ein bisschen was erledigen. Da ist der alte Baumann. Sallys Kette soll man einsammeln. Auch wenn es sicher keinen Zweck hat, braucht man das. Euch sprechen? Komm, wir wollten alles mitnehmen, so ein paar Schweinsbürste oder gekochte Karotten und Eier und Zwiebeln. Ah, kann man immer brauchen, ne? Wer will sich das so eine Brotzeit entgehen lassen? Da vorne ist gleich nochmal jemand. Der Postko. Ne? Ihr da, dürfte ich kurz Boah, mit das euch machen sprechen? Wir auf jeden Fall. Kriegen wir wieder Artilassistenzen. Oh, sehr schön. Mit Filbert müssen wir reden. Und okay. Sogar Aufgabenstufe 9. Passt doch. Also, wo müssen wir denn überhaupt hin? Der Pfeil, ja, dem, der Pfeil also der, zeigt den Wald. Jo. Da vorne. War, glaube ich, unnötig, weil wir müssen gar nicht weit laufen. Ich glaube, wir müssen zu dem Hobbit, der da immer rumstand. Ja. Ah, ja. Zum guten alten Filbert. Der seit Jahren in dem Wald rumsteht, ganz allein. Wir müssen sein Taschentuch finden. Sein Taschentuch hat er verloren. Mensch, pass doch auf dein Taschentuch auf. Und jetzt Sallys Kette holen. Sallys Kette. Da oben kämpft. Der Großtar von Lorien. Da fällt mir ein, ich könnte mal schauen, ob ich neue Titel habe. Oh, Bardolor der Unbesiegte. Aktivieren. Okay, dann mache ich das auch. Nur damit wir wieder gleich sind. Da ist der Amrit-Thron. Oh. Ah, Level 8 ist der. Ah, was machst du? Hm? Ich helfe dem jetzt. Ach so. Ja, der ist auch Hauptmann. Ja. Ist cool, dass Hauptmänner zurzeit irgendwie in sind. Ja. Oder alle drücken aus Versehen drauf. Nein, keine Andeutung. Rechts hoch, oder? Ja. Yep. So, das ist. Oder? Ja, das ist der Hof, wo wir vorher vorbeigelaufen sind. Da, wo echt? Die ganzen Schwarzholz rumstehen, oder? Oh, die ja, müssen wir klar. Die nicht nochmal besiegen. Gegen die haben wir gar nicht kämpft, die haben wir umgangen. Ach ja, klar. Da ist wieder eine Ader. Die hole ich noch schnell. Ich hab schon Sallys Kette. Das war ich ja nicht. Los. Hinter oh. Dir. Weißt du, was machst denn du wieder? Ja, ich lauf halt mit dem Felder. Sallys Kette. Hast du ja auch schon. Jo. Und jetzt noch das Taschentuch. Da vorne ist mal. Ne, ich würde sagen, jetzt mal, ich mach mit Dino ein bisschen Blatt hier, wenn wir schon da sind. Okay. Ich mach den da. Der hat eine Quittung dabei. Was, eine Quittung? Ja. Die eine neue Aufgabe startet. Also der Aufseher. Naja. Mach mal's hier. Hast du die Aufgabe auch? Die Wertsachen, ja. Der Schwarzholz? Ah, sehr ja. Gut dann. Ich würde sagen, erstmal noch, und das wieder eine Kupferader oder irgendwas. Also ich würde erstmal sagen, das Taschentuch beschaffen. Cool, da unten ist schon wieder so ein Lager. Taschentuch beschaffen und dann die eine Aufgabe.
reitet einer. Der hat einen Gaul, will auch ein Pferd. Mann. Oh, das war sogar nicht. Taschentuch holen, da vorne. Ah, da oben. Ah, oh, in dem Lager. Wieder laufen. Ich warte auf dich, ich bin so nett. Du könntest ja dann deine Laufenattacke nochmal einsetzen. Ja, das ist mir klar, das können wir am Rückweg dann auch machen. Okay. Das sind übrigens ganz viele Adern, gell? Hast du die auch schon? Ja, oder hatte? Ah nee, die habe ich jetzt übersehen. Nein, meine. Die, nein, das sind zwei. Die hast du nur nicht gehabt. Ah, schade. Achso, der holt die gerade. Ach ja, das ist bitter natürlich. Nö, das ist nicht. Das brauchst du eh nicht. Ich hätte sowieso nur verkauft. Echt? Also von bitter würde ich. Ja, was soll ich jetzt groß mit dem Bronze machen? Ja, wieder irgendwas spielen. Ja, was denn? Du musst ja auch irgendwie mal was lernen. Man stuft sich doch auf, wenn man was baut, oder? Ja. Also muss ab und zu, glaube ich, mal kleinen Scheiß produzieren, sonst kommen wir nicht weiter. Ja. Muss man halt schauen, sieht man ja dann. Ich guck gerade mal da ums Eck rum, da war nämlich irgendwie. Hab ich? Ist gar nichts dabei. Ich gehe ja links rum, ich weiß nicht, wie du das siehst. Oh, ich mach die eine gerade noch platt hier. Die will fliehen. Schriftrollenbehälter für Lehrlinge der Schneiderkunst. Verzicht, die ist für dich. Oh, du könntest mir vielleicht gerade ein bisschen helfen. Ich habe 5 Punkte bekommen, cool. Ja. Okay, zu spät. Jetzt ist er weg. Level up. Also ich hab ich auch. Gleich. Und zack, Level up. Oder auch nicht. Doch. Ich brauch sie gerade auch noch. Schriftrollenbehälter für Lehrlinge der Drechslerkunst. Das brauche ich nicht. Das brauch ich. Jo, brauch ich. Ach, das nehme ich. Mal schauen. Ich schau gerade noch nach, was das ist. Wo haben wir denn den Schriftrollenbehälter? Da. Ich kann jetzt dann eine schwere Ebereschenkeule machen. Also du hast jetzt das Taschentuch schon, oder? Ja, das ist, liegt bei dem Typ da drin. Ah. Ich lerne meins auch gerade noch. Oh, da ist der Sichel. Ah, ich kann jetzt einen Stoffumhang herstellen. Cool. Ah ja. Quinsche war alles. So, haben wir jetzt alles. Ah, das Vorgurt müssen wir uns noch abgeben. Wir müssen jetzt einiges abgeben. Mhm. Also gut. Oh nein, das haben wir uns nicht abgesprochen. Ach, das war jetzt doppelt unnötig. Ja. Ah je. Beide nur so Werten draufdrücken, nein. Oh, ich denke mir gerade, ich könnte gerade machen, Manu macht eh nicht. Und gerade, ich denke mir, gut, so passt. Und dann, keine Sekunde später, haust du dein Ding rein. Oh. Gesundheit. Danke sehr. So. Also zuerst bringen wir das
Taschentuch zurück. Schau, was der alles mitschleppt. Oha, das ist recht viel. Ah, 4 Stück. Jetzt rennt alles wieder zurück. Die Spinne. Oder der Dachs. Das ist ein Dachs, der hoppelt. Ja, so. Doing, doing, doing. Oh. Greift uns klar alles an. Mich nicht. Ja, und da vorne ist wieder eine Ader. Was haben wir denn da? Wir haben Kupfer. Reichhaltig, sehr schön. Das mag ich. So, weiter geht's. Oh yeah. Jetzt habe ich schon wieder 15 Brocken Kupfererz. Wie viel sind? 9. Schon 9 Brocken brauchst du. Ist der Filbert, oder? Jo. Kann ich euch, er macht sich Sorgen. Und jetzt müssen wir wieder mit Poco reden. Und da ist doch meine... Poco hat uns die Anfangsaufgabe. Oh nee, ich will nicht nochmal gegen all die Spinnen kämpfen. Nein, ich lass das liegen. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. So. Jetzt geben wir erstmal die Kette ab. Und holen uns Eier und Zwiebeln und Karotten und sonst noch was. Ja, ich glaube, ich nehme die Eier und Zwiebeln, weil die Karotten, ich weiß nicht, Karotten so was gehen, aber gekochte Karotten. Ich nehme die Karotten. Einfach aus Protest. Aus Protest? Bei wem protestierst du denn? Aber bei niemandem. Achso. Was ist denn dein Lieblingsessen eigentlich? Oh je, es gibt so vieles. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Aber was Fleischiges auf jeden Fall. Ja, bei mir auch. Ihr könnt euch ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn so gern esst. Eure Lieblingsessen und so weiter. Und Variationen. Vielleicht habt ihr sogar ein paar eigene Rezepte. So selbst erfundene Sachen. Ja, genau so. Wie sowas Verrücktes, so wie zum Beispiel, also einer aus meiner Klasse hat mir erzählt, der isst total gern entweder Prinzenrolle mit Salami oder sowas wie Brezel mit Nutella und Salami drauf. Lauter solche Sachen. Ich weiß nicht, ich hab's nicht ausprobiert, ich weiß nicht, wie es schmeckt. Kann schon sein, dass es gut schmeckt. Ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ja. Schokolade, was Süßes und dann sowas. Doch, Salziges und Fettiges. Das kann eigentlich schon zusammenpassen. Also ich meine, Käse und Marmelade schmeckt noch gut, finde ich. Ja, okay, das ist nicht schlecht. Es kommt drauf an, was für ein Käse. Ja, okay, wenn es gut ist. Ich würde gerne Bergkäse Marmelade drauf schmieren. Ich finde, das geht schon. Bergkäse, ja, so einen richtigen salzigen. Ja, das geht. Das finde ich passt. Ah, perfekt. Ah, das will ich niemals tun. Okay, auf dem Weißlack oder so darf ich es jetzt wirklich nicht tun, aber... ja. Es muss halt schön gemischt sein. Okay, dann... würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme für heute. Oha. Die verkleideten Orks sind eine kleine Sippe und will es auch bleiben. Aber nicht ebenso klein. At the moment zu 5. Deshalb suchen wir Member, die eine beschauliche und persönliche Atmosphäre einer Massensippe vorziehen. Du solltest mindestens 16 sein und TS3 benutzen. Wir haben ein Zippenhaus und viele Charaktere verschiedener Level. Klasse und Level egal, bei Interesse viele einfach. Viele Charaktere, die sind zu 5. Ja. Hey, Hammer. Wer weiß. Ja, okay. Gib mir die Aufgabe nur ab und dann. Hab ich? Oh, weh mir. Ah, wir haben eine Eigenschaft erworben. Interessant. Okay. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Warte, ich will noch schnell das Pergament da abgeben. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Ein Schwarzwaldumhang. Okay, der bringt sogar. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen?
So. Okay, dann nehmen wir das nur an. Und dann. Genau. Bis demnächst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jo. Tschüssikowski. Tschüss.